Seid gegrüßt zu der neuesten Folge von Bosetti will predigen. Der Reihe, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis aufzeige. Wenn ihr alle Folgen von Bosetti will predigen hören wollt, dann schaut gerne in der Playlist vorbei. Diese ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nun ja, wie gesagt, Bosetti will predigen. Heutiges Thema ist der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz. Und ja, das ist leider ein sehr wahrscheinliches Szenario. Merz wäre mit einiger Wahrscheinlichkeit noch schlechterer Bundeskanzler als Olaf Scholz. Er würde wahrscheinlich einen großen Angriff auf unser Rentensystem starten. Er würde eine noch kriegstreiberische Politik gegenüber Russland betreiben. Und ja, in anderen Aspekten wirtschaftlich drohen neue Steuersenkungen für Unternehmen bei gleichzeitig weitergehender Deindustrialisierung unseres Landes. Also in jedem Aspekt ist Merz sogar noch schlechter als das, was die aktuelle Ampelkoalition da gerade anrichtet. Das eigentliche Thema von Bosetti will reden, ist die Debatte. Weil nicht nur all die einzelnen politischen Themen wichtig sind, die wir diskutieren, sondern vielleicht mehr als alles andere wichtig ist, wie wir sie diskutieren. Und deshalb möchte ich heute zum wiederholten Mal, ich gebe es zu, aber verdient ist verdient, einen der prägendsten Charaktere der aktuellen politischen Debatte für seine Verdienste um die Diskussionskultur ehren. Ich spreche natürlich von Friedrich Merz. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Wann immer Friedrich Merz den Mund aufmacht und spricht, denke ich, ach, habt ihr das auch? Gut, dass wir uns da einig sind. Wenn er zum Beispiel von kleinen Paschas spricht, deren Väter die Lehrerinnen dieses Landes drangsalieren. Erinnert ihr euch noch daran? Es ging eigentlich um die Silvesterausschreitungen in Berlin, die er dann gekonnt mit Grundschulkindern verbunden hat. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Genau, die haben in diesem Land nichts zu suchen. Und immerhin damit hat er recht. Was hoffen die denn zu finden? Die Möglichkeit, ihr Leben frei von Vorurteilen und als unumstrittener Teil dieser Gesellschaft zu führen? Pah, aber es ist rhetorisch. Interessant, was Herr Merz da macht. Er wird ja immer mal wieder mit Trump verglichen, aber ich finde, der Vergleich passt nicht. Trumps Populismus basiert darauf, so lange kompletten Bullshit zu erzählen, bis alle sagen, was ist Populismus? Also ich würde jetzt von Bosetti eine einfache Definition hören. Das ist meiner Meinung nach, wenn diese Leute den Begriff verwenden, nur ein Diffamierungsbegriff, mit dem man nicht mag, bezeichnet. Jede Argumentation, die im Volk beliebt ist und die dem Regierungsnarrativ widerspricht, ist halt populistisch. Okay, keine Ahnung, komm, wir wählen ihn einfach, vielleicht hört er dann auf zu reden. Ich glaube, das ist Trumps Konzept. Was Friedrich Merz macht, ist viel perfider. Er nimmt sich einen Funken Wahrheit und verbindet ihn mit einer unhaltbaren These. In diesem Fall, die haben in Deutschland nichts zu suchen. Und diese These setzt er so, dass man sie nur noch angreifen kann, wenn man den Funken Wahrheit zu 100% widerlegt. Aber das geht nicht. Denn natürlich gibt es Väter mit Migrationshintergrund, die in Schulen auftauchen und rufen, du Frau, sagst meinem Sohn hier gar nichts. Natürlich gibt es die. So wie es auch sehr weiße Väter gibt, die in Schulen auftauchen und rufen, du gibst meinem Sohn keine schlechte Note, ich bin Jurist, ich zeig dich sonst an. Die erwähnt Herr Merz aber nicht. Genauso wenig, wie er über Ursachen, Ausmaß oder, verrückte Idee, über Lösungen für irgendwelche Probleme spricht. Und trotzdem bleibt bei einigen Leuten immer das Gefühl übrig, naja, ein bisschen Recht hat er ja schon. Deshalb ist sein Populismus so effektiv. Und das scheint eine Art Hobby von ihm zu sein, dem er immer mal wieder frönt. Ja, und wie könnte man das entlarven, indem man die wichtigen Themen anspricht, nämlich die Deindustrialisierung unseres Landes, die aufgrund des völlig irren Wirtschaftskrieges gegen Russland vorangetrieben ist. Der Einbruch des Bausektors, der durch die Zinserhöhung der EZB zustande kommt. Also wir erleben eine mutwillige Zerstörung unserer wirtschaftlichen Basis, gegen die die CDU nichts unternehmen will. Okay, die CDU fordert Bürokratieabbau, genauso wie die FDP. Und die Steuern für die Reichen sollen noch ein bisschen gesenkt werden. Gleichzeitig sollen die Leute dann bitte bis 70 arbeiten. Also das sind ja alles Vorschläge, die aus dem CDU-Umfeld kommen. Aber all das wird den wirtschaftlichen Niedergang unseres Landes nicht aufhalten. Ganz im Gegenteil. Also da sollte man die CDU angreifen. Aber eine Bosetti kann das nicht, weil sie den Wirtschaftskrieg gegen Russland gut findet, weil sie von Wirtschaftspolitik wahrscheinlich null Ahnung hat. Also habt ihr mal einen Kommentar von Bosetti gesehen, wo sie sich wirklich vernünftig mit der Politik der EZB beispielsweise auseinandersetzt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Deswegen kann eine Bosetti auch nichts gegen Friedrich Merz sagen. Zum Beispiel auch vor ein paar Tagen. Am Freitag hat er auf einer CDU-Veranstaltung in Stuttgart gesagt,
Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland 1000 Moscheen, von denen muss keine einzige geschützt werden. Wir haben ungefähr 100 Synagogen, die müssen alle mit Polizeischutz geschützt werden. Um mal mit etwas Positivem einzusteigen, diese abenteuerliche Aussage führt Herrn Merz einige Sätze später zu einer klaren Abgrenzung von der AfD. Das ist gut und richtig und wichtig. Die Frage ist nur, wieso er dem Ganzen so eine Quatschaussage voranstellt. Rassismus, um sich von einer rassistischen Partei abzugrenzen? Dafür hat er nun wirklich unironisch Applaus verdient. Denn was passiert? Die Leute verlieren sich im Streit darüber, wer oder was nun mehr bedroht wird. Synagogen oder Moscheen. Dabei sollte das ja gar nicht die Frage sein. Die erste Frage sollte sein, stimmt das, was Herr Merz sagt? Es gibt ja einen Unterschied zwischen keinen Schutz brauchen und keinen Schutz bekommen. Ersteres wäre nur richtig, wenn es keine Übergriffe auf Moscheen und Muslime gäbe. Surprise, das stimmt nicht. Und die zweite Frage sollte sein, wieso stellt Herr Merz diese beiden Dinge nebeneinander? Bedingt die Schutzbedürftigkeit der einen die Schutzbedürftigkeit der anderen? Natürlich. Das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz, auf den uns Bosetti führt. Also wie gesagt, die wichtigen Probleme werden nicht angesprochen. Es wird sich in irgendwelche Kulturkampfthemen verrannt. Ja, meine Güte. Ich nicht. Der Zusammenhang, den Herr Merz herstellen will, ist, jüdisches Leben wird vor allem durch Muslime bedroht. Das ist zwar eine ganz... Im Chat schreibt gerade jemand etwas, was ich genauso sehe. Merz ist die kontrollierte Opposition, um BS-Wähler bzw. AfDler doch noch abzuholen. Ja, dieses neoliberale transatlantische Altparteienkartell bestehend aus CDU, CSU, Grünen, SPD und FDP vertritt im Grunde die gleiche Politik, egal wen von denen ihr wählt. Ihr bekommt, wie gesagt, Neoliberalismus, weitere Aufrüstung, weitere aggressive Politik gegen China, Russland und den Iran und eine weitere Fortsetzung dieses Woken-Kulturkampfs, der beispielsweise den freien Diskurs in unserem Land immer weiter angreift. Wenn ihr was anderes wollt, dann solltet ihr meiner Meinung nach BSW wählen. Andere sehen das ein bisschen anders, aber wie gesagt, die CDU, die wird in diesem Land nichts Wesentliches ändern, die wird es eher noch schlimmer als die Ampel machen. Wundervolle Art, Deutschland vom Antisemitismus zu befreien. Man muss bloß sagen, Antisemiten sind nur die anderen, die hier ja sowieso nichts zu suchen haben. Es ist nur leider nicht ganz ehrlich. Natürlich gibt es auch muslimischen Antisemitismus in Deutschland. Das ist der Funken Wahrheit, den Herr Merz nutzt, damit seine These nicht einfach so weggewischt werden kann. Aber es verschweigt jeden Rechtsextremismus, der beide Gruppierungen bedroht. Es sagt, die einen sind die Opfer, die anderen sind die Täter. Und das Ding ist, um das zu entpopulisieren, das ist mein neues Lieblingswort, um das Thema also ohne Verallgemeinerung, ohne Generalverdacht, ohne Aufwiegen und damit Relativieren von Leid zu betrachten, braucht es viele Worte. Es braucht Nebensätze, es braucht die Bereitschaft, Zusammenhänge zu verstehen und Widersprüche auszuhalten. Das sind alles Dinge, die in der großen, weiten Debatte und im großen, weiten Internet zwar theoretisch Platz haben, ist aber selten. Ich führe uns auf einen Nebenkriegsschauplatz und tanzt dann ums Schlachtfeld rum und sagt, wir sollten das nochmal von einer anderen Perspektive sehen oder dazu zu sagen, irgendwas Inhaltliches. Das ist, ja, eine Nullnummer, was sie hier gerade macht. In kleine, enge Köpfe schaffen. Die meisten Leute, da muss man mal ehrlich sein, steigen spätestens beim ersten Komma aus. Was wollen Sie denn, Herr Merz? Mehr Energie in Integration und soziale Gerechtigkeit stecken oder doch einfach alle abschieben? Moment, welche Partei war nochmal dafür? Klar, ihr könnt sagen, spring doch nicht über jedes Stöckchen, das uns so ein Oppositionsflummi hinhält. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass eben dieser Flummi der nächste Bundeskanzler wird. Und es ist traurig genug, dass man dazu sagen muss, dass das nicht mal das schlimmstmögliche Szenario ist. Klar, ich kann mich jetzt über Herrn Merz lustig machen und darüber, dass die CDU vergessen zu haben scheint, wofür ihr Name eigentlich steht. Aber wir brauchen in Deutschland eine starke, vernünftige, konservative Partei. Ja. Wir haben ja eine starke konservative Partei und das ist die AfD. Also wer konservativ ist, der sollte nicht CDU, der sollte AfD wählen. Das ist einfach so. Wer die CDU wählt, bekommt die gleiche Politik wie bei den Grünen. Und wer die Grünen wählt, der bekommt die gleiche Politik wie bei der CDU. Das heißt, wer links ist, der sollte BSW wählen. Der sollte keine von den Altparteien wählen. Wer konservativ ist, der sollte AfD wählen. Und wer damit einverstanden ist, wie es hier läuft, ja, der soll irgendeine der Altparteien wählen. Welche genau, ist ziemlich egal. Er bekommt eh die gleiche Politik. Nicht zuletzt, um dem Rechtsextremismus entgegenzutreten. Wir haben die CDU. Friedrich Merz ist ihr Vorsitzender. Und ich frage mich, ob Friedrich Merz seine Partei und vor allem die Debatte gerade in eine sinnvolle Richtung führt. Dann ehrlicherweise muss ich sagen, ich frage mich, ob Friedrich Merz weiß, was er da gerade anrichtet. Deshalb,
Herr Merz, da Sie ja vermutlich gerade wie immer im Wartezimmer Ihres Zahnarztes sitzen und sich aus purer Langeweile Bosetti will reden anschauen, ich möchte Sie in meine Sendung einladen. Bosetti Late Night, sonntags um 21 Uhr auf Dreisat. Was Dreisat? Ja, das ist bei den meisten Menschen auf der Fernbedienung auf Platz 1. Kommen Sie vorbei, ich mache Sie berühmt. Aber im Ernst, ich würde gerne mit Ihnen über die Debattenkultur in die... Ja, Merz darf sich dann anhören, dass er bei den Walken-Kulturkampfthemen die Walken zu sehr kritisiert. Also das wird dann passieren. Bosetti wird ihm irgendwelche moralisch aufgeladen machen und ihm erzählen, dass das ganz, ganz böse sei und Populismus, was das nun auch immer ist. Und dass, ja, die CDU doch bitte nicht die Grünen, sondern die AfD als Hauptgegner benennen solle. Das wird sie ihm sagen. In diesem Land sprechen. Darüber, was sich ändern muss, damit der politische Diskurs konstruktiver wird. Und darüber, auf welche Art Sie positiv dazu beitragen wollen, auch in Zukunft. Es interessiert mich wirklich. Bitte, bitte, kommen Sie in meine Sendung. Ich rolle Ihnen den rosa Teppich aus. Ich mache Ihnen einen Zahnarzttermin, klar, alles, was Sie wollen. Aber bitte kommen Sie vorbei. Ich weiß, ich bin nur ein kleiner, satirischer ZDF- und Dreisat-Flummi. Aber vielleicht kommen wir ja. Satirisch würde ich streichen, aber ja. Man könnte auch sagen, eine Regierungspropagandistin. Gemeinsam weiter. So, das war Rosetti will predigen für heute. Also ich, wie gesagt, das ist die deutsche Satire 2024. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Rosetti ist neben Kriegsschauplatz und die wichtigen Themen werden natürlich nicht behandelt, sondern Merz wird dafür kritisiert, dass er sich nicht woke, politisch korrekt genug ausdrückt, anstatt, wie gesagt, über den wirtschaftlichen Absturz unseres Landes, die Verarmung der Bevölkerung oder ähnliche Dinge zu reden, die für die Mehrheit der Menschen sehr viel relevanter sind und die man satirisch auch sehr viel besser aufarbeiten könnte, wenn man tatsächlich eine regierungskritische Haltung einnehmen würde. Was Bosetti hier eindeutig nicht tut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.